erstaunlich, welche Auswirkungen die erste Frühlingssonne auf eine Kleingartenkolonie hat, überlegte ich, während ich träge in meiner zwischen zwei ächzenden Baumleichen gespannten Hängematte schaukelte. Mir persönlich fehlte jeder Antrieb zu groß angelegten Rodungsmaßnahmen auf unserer dschungelähnlichen Parzelle. Doch um mich herum wurde mit Euphorie gejätet, gepflanzt und gesät. Dass auch mein Boss und immer noch Lebensgefährte Ben Danner in letzter Zeit eine gewisse Begeisterung fürs Schrebergärtnern hatte entwickeln können, war aber vermutlich nicht auf den meditativ tiefen entspannenden Effekt der Pflanzenaufzucht als Ausgleich zu unserem nervenaufreibenden Job als Privatdetektive zurückzuführen. Dannas Interesse hatten eher die Hochleistungsgrillanlagen und die Biervorräte geweckt, die unsere Nachbarstäber mithilfe ganzer Schwerlasttransporte in die Lauben der Kleingartenanlage zum friedlichen Nachbarn in Bochum-Gerte anlieferten. Während ich in meiner Hängematte döste, montierte Danner das neue, spanferkeltaugliche Gerät. Auch Peter Bengel, amtierender Vorsitzender unseres Gärtnerclubs, wollte wohl die erste Frühlingssonne nutzen. Ich sah ihn eine pinkfarbene Kühlbox den Weg entlang schleppen. Seinen Begleiter kannte ich nicht. Der Fremde hatte volles graues Haupthaar, buschige Brauen und ein stoppliges Kinn. Wegen seiner Gummistiefel und des großkalibrigen Werkzeugs, das er in einer Art Revolvergürtel griffbereit bei sich trug, identifizierte ich ihn ebenfalls als Pflanzenpfleger. Die beiden Männer bereiteten anscheinend wie alle einen gemütlichen Grillabend im Garten vor. Vor dem schiefen Tor unserer Parzelle hielt der Oberschreber eng inne. »Wer was zu essen mitbringt, kann reinkommen«, winkte ich über den Zaun, um von den hüfthohen Brennnesselleichen abzulenken, die zweifellos das Wohlbefinden einiger Nachbarn störten. »Ich fürchte, ich bringe Arbeit mit, Lila«, erklärte Bengel. Puh, offenbar blieb mir das Rasenmähen nicht erspart. Bengel betrachtete prüfend unser Gartentor, weil er zu dem Schluss kam, es könne umkippen, wenn er es berührte, ließ er es aber bleiben. Er klirrte seine Kühlbox auf den Weg und zog einige Flaschen Fiegebier aus der pinkfarbenen Vorratskiste. »Mein alter Kumpel, Ottwin, hier«, er klopfte seinem Begleiter auf die Schulter, »braucht eure Hilfe. Ihr seid doch Detektive. Ich habe gesagt, ihr kennt euch mit sowas aus.« Er drückte Ottwin und Danner, der ebenfalls an den Zaun getreten war, eine Pulle in die Hand. Die dritte Flasche ploppte er für sich selbst auf, als ich abwinkte. »Der Ottwin ist ein Schreberkollege vom tollen Bomberg in Dortmund«, erklärte Peter Bengel. »Seine Zucchinis sind legendär. Hast du dem Horst Lewandowski nicht letztes Jahr sogar das Interview mit dieser rothaarigen Reporterin weggeschnappt?« »Worum geht's, Leute?«, versuchte Danner, das Gespräch auf den Punkt zu bringen. »Wir wollten Ableger tauschen«, erläuterte Ottwin vielsagend. »Ich konnte die Notwendigkeit, Detektive zu beauftragen, nicht auf Anhieb erkennen.« »Zucchini und Kürbis«, ergänzte Bengel. »Und die hat man euch geklaut, oder was?«, wurde ich ungeduldig. »Nein, Vandalen haben in meinen Erdbeeren gewütet«, empörte sich Ottwin. »Als ich in den Garten kam, sah es aus, als wäre eine Horde Wildschweine durchgepflügt. Und die Spuren
waren noch ganz frisch. Oje, das klang verdächtig nach Krieg am Maschendrahtzaun. Ich unterdrückte ein Seufzen bei dem Gedanken, Kleingärtnern auflauern zu müssen, die sich gegenseitig ihre Rosen köpften oder dem Feind Nacktschneckenpartisanen in den Salat setzten. Ihr kommt nie drauf, was ihr beim Herrichten des Beetes gefunden haben. Bengel machte eine bedeutungsschwere Pause. Meine kurze Erfahrung als Schreberin hatte mich schon gelehrt, dass im Kleingarten offenbar gern die erstaunlichsten Dinge vergraben wurden. Eine Bankraubbeute, riet Danner belustigt drauf los. Eine illegale Sondermülldeponie, machte ich mit. Dass uns der Ernst der Sache offensichtlich entging, ließ Ottwins buschige Brauen mürrisch zusammenrucken. Das Handgranatenlager eines Waffenfreaks, fuhr Danner trotzdem fort. Eine NSA-Spionagestation, witzelte ich. Ottwin hob wortlos den Plastikdeckel von der pinkfarbenen Kühlbox. Ich verstummte. Oha! Danner kratzte sich die Glatze. Zwischen Bierflaschen und Kühlakkus lag eine Hand. Besser gesagt, ein halber Arm. Die Schreber hatten ihn schräg zwischen die Pullen geklemmt, damit er hineinpasste. Glücklicherweise hatten sie das Ding vorher in einem durchsichtigen Gefrierbeutel verpackt. Trotzdem ließ Danner seine Bierpulle ins Gras fallen, als habe er ein giftiges Tier mit einer Menge haariger Beine angefasst. Ich betrachtete das Gliedmaß genauer. Am erdverschmierten Ringfinger meinte ich etwas aufblitzen zu sehen. Rechte Hand, kombinierte ich. Ein Ehering? Am anderen Ende? Nun ja, fehlte eben der Körper. Blut und Erde hatten sich zu einer klebrigen, braunen Masse vermischt, sodass nicht mehr zu erkennen war, wie genau der Rest des Menschen hatte abhanden kommen können. Und auch die bleiche Haut des Unterarmes hatte gelitten. Sie war schmutzig und zerkratzt. Oder eher zerkaut? Warum verbuddelt jemand einen Arm in deinen Erdbeeren? Wollte Danner von Ottwin wissen. Wenn ich das wüsste, bräuchte ich keine Detektive, fauchte der Schreber. Zur Polizei kann ich jedenfalls nicht gehen. Die würden meinen Garten total verwüsten. Da steckt die Arbeit von Jahrzehnten drin. Und meine Ernte könnte ich vergessen. Zweifellos hatte Ottwin damit recht.